Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell Podcast Folge. Mein Name ist Norman Müller und ihr befindet euch auf einer Reise mit mir, eine 30-Tage-Challenge. Ich werde 30 Tage lang jeden Tag eine Frage von euch beantworten. Wenn ihr Lust habt, mitzumachen bei Facebook, in der Facebook-Gruppe Personal Branding mit Norman Müller, da könnt ihr eure Frage stellen und dann werde ich die hier einbauen, sofern ich nicht schon 30 Fragen habe. Oder ausgewählt sind. Aber stellt sie trotzdem, vielleicht verlängere ich die Challenge, wenn es hier alles noch mit rechten Dingen zugeht. Es ist echt eine kleine Herausforderung. Vielleicht sogar ein bisschen nebenher. Also, ähm, ich habe äh, mir ja vorgenommen, eure Fragen zu beantworten und ich will auch die Post-Production selbst machen, um das Team nicht zu belasten. Äh, das wiederum bedeutet, ich musste alle Prozesse überarbeiten oder überdenken und optimieren, sodass das hier alles noch handelbar ist. Das ist nicht so ohne, aber ich habe es geschafft, dass die Post-Production allein sechseinhalb Minuten dauert. Von dem her ähm, ist das eigentlich eine ganz, ganz smarte Geschichte. Also, ich habe Spaß mit euren Fragen und äh, werde jetzt hier auch schauen, dass ich ordentlich performe. Auf der zweiten Frage von Jan. Jan ist hier sehr aktiv in unserer Gruppe äh, und er hat eine zweite Frage gestellt. Eigentlich sind es mehrere Fragen, aber das wird ihr gleich feststellen. Und zwar fragt Jan: Was muss man denn wirklich bei einem Branding beachten? Name, Fragezeichen, Positionierung, Fragezeichen, Aussage, Fragezeichen, mehrere Fragen. Was verstehst du unter ehrlicher Authentizität? In Klammern, Erklärung. Doppelpunkt, muss man alles von sich preisgeben oder soll man das strategisch angehen? Kannst dir eine aussuchen oder beide nehmen? Ich nehme natürlich beide oder alle fünf. Und nach einer kurzen Unterbrechung geht's los. Bis gleich. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews. Wertvolle Strategien. Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit. Markenrebell Norman Müller. Ja, Jan, vielen Dank für deine Frage. Fragen, sorry. <laughs> vielen Dank für deine Fragen. Ähm, fangen wir so an. Was muss man denn eigentlich äh, bei dem Branding beachten? Ja, da gibt es natürlich einiges zu beachten. In erster Linie gilt zu beachten, dass das ganze Thema Personal Branding ganz eng geschlüsselt und kodiert ist auf eine Persönlichkeit. So, das bedeutet, es gibt keine Schablone, es gibt keinen Masterplan, den ich für jeden Menschen hernehmen kann, um eine Marke, eine Eigenmarke zu bauen. Das ist immer eine ganz individuelle Geschichte. Ist abhängig davon, welche Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen bringst du mit. Wie ist dein Mindset ganz wichtiger Punkt? Also Personal Branding hat ganz viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Wie bist du mit deiner Geisteshaltung ausgerichtet auf das, was du entsprechend vorhast? Und all das führt dazu, dass du eine eigene Strategie brauchst, ein ganz individuelles Konzept brauchst. Das ist auch der Grund, warum unsere Personal Branding Masterclass auf 20 Teilnehmer limitiert ist, weil mehr geht einfach nicht. Also mehr können wir einfach nicht individuell betreuen. Und ich möchte wirklich mit jedem einzelnen Teilnehmer arbeiten. Und deswegen ist es extrem wichtig zu verstehen, dass wenn du eine Eigenmarke aufbaust, dir keine Schablonen kaufst. Das ist wichtig. Immer wieder lese ich das. Ich habe jetzt hier so irgendwie so einen Masterplan gekauft und wenn ich diesen Masterplan abarbeite, habe ich am Ende meine Eigenmarke. Das ist immer ein ganz individuelles Arbeiten. Es gibt natürlich gewisse Methoden, wie ich mich einem Thema nähern kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich gerade so in der Startup-Phase bin, also ich habe irgendwie eine großartige Idee, ein geiles Produkt oder so, ähm, äh, dann suche ich vielleicht nach äh, einem Geschäftsmodell oder ich stelle fest, dass meine Kommunikation überhaupt nicht ähm, klar genug zum Beispiel für Investoren Ko oder Kooperationspartner ähm, äh, formuliert ist. Äh, das sind alles ganz unterschiedliche Engpässe, die wir alle haben, ja, die jeder von uns hat, jeder hat auch unterschiedliche natürlich und äh, genau daran muss man entsprechend ansetzen. Man fängt in der Regel an, sich darüber Gedanken zu machen, wie möchte ich mich eigentlich positionieren? Und da könnt ihr euch einen Pfeil vorstellen. Und das ist völlig egal, ob ihr schon ein langjähriges Unternehmen habt und wollt ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung in den Markt bringen. Das gilt dafür genauso wie, wenn ihr ein Startup aufbauen wollt, immer erst spitz, dann breit werden im Markt. Ja, also wenn ihr euch das vorstellt, Pfeil und Bogen, ihr schießt den Pfeil ab, dann wollt ihr im Markt treffen und da, da trifft immer erst die Spitze. Und dann wird die Pfeilspitze ja entsprechend breiter. Das bedeutet, dass ihr mit eurer Positionierung und der gesamten Kommunikationsstrategie wirklich messerscharf, ganz präzise auf den Punkt äh, den Markt trefft. Also die Leute sofort wissen, was ihr anbietet, welchen Nutzen, welchen Vorteil habe ich. Ähm, äh, und dann könnt ihr später, wenn, wenn, wenn das erfolgreich war, könnt ihr breiter werden und euer Angebot äh, erweitern, eure, eure Kommunikation entsprechend anpassen und so weiter. Aber dieses Spitz in den Markt treffen, das ist eigentlich die große Challenge, weil Viele, mit denen ich arbeite, immer wieder sagen: Ja, ich hab, baue jetzt hier zum Beispiel, nur als Beispiel, ein ganz kreatives Beispiel. Ich baue jetzt eine Digitalagentur. Ja, Digital braucht ja jeder. Ja, da geht's schon los. Also die Zielgruppe jeder, die gibt's einfach schlicht und ergreifend nicht. Ich muss mich also auf einen Zielgruppenavatar beschränken und gerade am Anfang, um den Unterschied zu machen, das ist der springende Punkt. Ich muss präzise sagen können, für wen, für welche Zielgruppe möchte ich das anbieten. Und ein Zielgruppenavatar heißt, ich stelle mir konkret vor, wie sieht der Kunde aus, der mir gegenüber sitzt. Welches Alter hat er oder sie, welche Vorlieben, welche Hobbys, wo gehen die einkaufen, äh, Kaufkraft, äh, äh, in welchem Umfeld leben die. Also je präziser ich eine Vorstellung habe von der Person, die ich erreichen möchte, desto konkreter wird das Angebot, was ich machen kann. Das ist eine ganz einfache Geschichte. So. Und äh, egal, ob du jetzt zum Beispiel einen Podcast machst oder einen Videochannel aufmachst oder Blogartikel schreibst oder was auch immer dein Thema ist oder äh, dich für Speakings äh, vorstellst und so weiter, äh, du musst immer schauen, dass du deine, deine, deine Audience so weit ansprichst, dass genau diese Menschen in dein Leben treten können. Wenn du zu breit aufgestellt bist, dann fühlt sich keiner so richtig angesprochen. Wenn du sehr spitz in den Markt gehst, ja, dann erreichst du vielleicht am Anfang nicht Zehntausende neuer Kunden, sondern nur Hundert. Aber stell dir vor, du hast Hundert Kunden. Ja. Das ist auch übrigens ein Thema, was immer wieder falsch erdacht ist von den Leuten, dass es um Reichweite geht. Später sicher. Wenn du ein Massenprodukt hast, okay, ja, dann ist Reichweite relevant. Aber viele... Unternehmen, die ich unterstütze, die würden sich freuen, wenn sie 100 neue Kunden gewinnen. 100 neue Kunden oder 500 neue Kunden oder 1000 neue Kunden. Kein Mensch braucht 200.000 neue Kunden. Das ist nicht ganz richtig, aber es gibt Unternehmen, die genau das brauchen, weil sie den Massenmarkt erreichen wollen. Aber gerade am Anfang, um einfach auch auszuprobieren, was kommt im Markt tatsächlich an? Wie muss ich mein Produkt und meine Dienstleistung? Äh, Anti-Zielgruppe anpassen. Das bedeutet, ich muss super spitz in den Markt gehen. Und wir tun uns schwer, Dinge loszulassen. Das ist ein Riesenproblem. Warum? Weil wir uns die ganze Zeit schon mit unserem neuen Produkt, was wir in den Markt einführen, beschäftigen. Ja? Und uns sind so viele Argumente eingefallen, warum dieses Produkt einzigartig ist, warum es so genial ist. Ja? Und wir sind so Feuer und Flamme und wollen der ganzen Welt einfach erzählen, und, und unseren, unseren Argumentenkoffer auf, auspacken. Ja? Aber genau das will der Kunde nicht. Ja? Das merkt man auch ziemlich schnell in so Verkaufsgesprächen, dass eher so ein Ausbildungstermin ist, anstatt ein Verkauf tatsächlich. Also Verkauf ist Emotion und da brauche ich keinen Argumentenkoffer, sondern da will ich abgeholt werden in der Emotion. Und Emotion bedeutet wiederum, wenn ich über Marken spreche, dann muss ich dafür sorgen, dass ich nicht über, äh, wie soll ich sagen, nicht über die, die, die Merkmale eines Produktes, einer Dienstleistung spreche, sondern über die Vorteile. Also Merkmal von einer Bohrmaschine ist, das Ding hat 35.000 Umdrehungen, du kannst 25 Bohrfutter aufsetzen. Das interessiert einfach niemanden. Ja, du willst das geilste Gemälde der Welt an die Wand hängen. Das ist das, was du machen möchtest. Ja? Mit dieser Bohrmaschine kannst du dein, dein, dein Eigenheim verschönern ja? oder eine geile Terrasse bauen oder sowas. Das ist doch das, was ich will. Das ist doch Emotion. Ich will auf der Terrasse sitzen. Es ja? gibt ja das schöne Beispiel von Harley Davidson, die sagen, hey, das, was du hier bei uns bezahlst, ist die Freiheit, ja? ist die Route 66 und das Motorrad, das schenken wir dir dazu. Ja, also äh, das ist im grunde das beispiel dafür wie ich in den markt äh, einsteigen muss Superspitz und mit voller emotion mit vollem markenerlebnis ja volles markenerlebnis heißt mach dir gedanken darüber wie du deine zielgruppe erreichen kannst auf dem emotionalen weg und nicht über die faktische das ist auch so ein Männerthema, ja? also dass du immer irgendwie so Listen machst, wo dann die Argumente kommen, als, als wenn das jemand durchliest und sagt, hey krass, das fünfte Argument war der Grund, warum ich jetzt anrufe. Überhaupt nicht. <laughs> es, sind die, es ist die Emotion. Und gerade im Personal Branding ist die Emotion entscheidend. Eine kurze Unterbrechung an dieser Stelle in eigener Sache, und ich freue mich wirklich riesig, denn ab sofort kannst du dich in die Personal Branding Masterclass einschreiben. Diese Masterclass richtet sich ganz speziell an Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich eine Eigenmarke, also eine Personal Brand, aufbauen und mit einem residualen Einkommen, viele sagen auch passivem Einkommen, ihr Business skalieren wollen. Ich habe ein neun-Wochen-Programm entwickelt. In diesen neun Wochen gehe ich jedem einzelnen Teilnehmer einmal die Woche so richtig auf die Nerven. Das heißt, es wird Einzel Mentorings mit mir geben. Wir werden Live-Webinare zum Thema Podcasting haben beispielsweise. Wir werden Arbeitsunterlagen und Checklisten haben, Ratgeber als E-Books. Es wird eine VIP-Facebook-Gruppe geben. Es gibt ein oder mehrere Masterclass-Online-Meetings. Bei mir ist einfach wichtig, dass die Leute, die in der Masterclass drin sind, quasi eine Peer-Group bilden und dass ihr euch untereinander helfen könnt. Das ist extrem wichtig für uns Unternehmer, dass wir so eine Gemeinschaft haben in der wir wachsen können wenn euch das thema interessiert geht bitte ins internet unter markenrebel.de/personal-branding-masterclass den link findet ihr natürlich auch wie gewohnt in den show notes zu dieser podcast folge und jetzt geht's weiter hier viel spaß und deswegen gibt es für mich auch keinen Wettbewerb. Ja? Also stellen wir uns vor, es gibt zwei Coaches, die bieten ungefähr das Gleiche an. Dann hast du die Situation, dass der Kunde sich für die Person entscheidet, die ihm oder ihr am sympathischsten ist, wo das Vertrauen schneller da ist. Vor allem auf dem digitalen Weg. Es, dabei ist die, ähm, die Argumentation, welcher jetzt der Profi oder der 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 professionellere von beiden ist. Es spielt erstmal gar keine Rolle. Beide haben einen ähnlichen Auftritt. Das heißt, es entscheidet am Ende die Emotion und die Sympathie zu diesem Menschen. Menschen kaufen von Menschen. Deswegen eher über Kooperationen nachdenken, auch innerhalb der Branche. Ja, da überhaupt keine Scheu haben. Es ist genug für alle da, sage ich immer. Ähm, sondern einfach schauen. Ähm, oder euch bewusst machen, dass wenn ihr eine Eigenmarke aufbaut, wird sich der Kunde dafür entscheiden, findet er dich sympathisch oder nicht. So, und das ist das ganze Geheimnis an der ganzen Geschichte. So, Thema Name. Ja, das ist natürlich abhängig. Also ich lese jetzt hier mal weiter von Jan in seinem Fragenkatalog. <laughs> ja, das feiere ich jetzt ein bisschen. Ähm, äh, ja, Name ist auch so ein Thema. Ja? Also wenn ich natürlich eine One-Man-One-Woman-Show bin, dann äh, nehme ich natürlich meinen Namen, ist klar. Aber langfristig gesehen macht es vielleicht durchaus Sinn, auch der Company einen eigenen Namen zu geben. Also wenn ihr, äh, ich, ich stelle mir gerne die Frage: Für wen macht ihr das eigentlich alles? Ja und äh, dann gibt es vielleicht jemanden, der sagt: Naja, ich äh, habe jetzt hier ein Unternehmen gegründet, ich mache jetzt hier in drei oder fünf Jahren Exit und äh, bin mit den Millionen auf irgendeiner Insel unterwegs. Ja, äh, dann brauchst du halt einfach eine Marke, die äh, verkaufbar ist. Also, wenn die dann Norman Müller heißt und der Norman Müller hängt irgendwo auf einer Insel, dann ist das Unternehmen irgendwie nichts mehr wert, weil der Wert war ja die Person, ja, und wenn die Person nicht mehr da ist, weil das Unternehmen verkauft ist, dann ist das Unternehmen nichts mehr wert. Also, die Frage ist nach dem Invest und das Invest äh, müsste dann heißen, wenn ihr sagt, ihr macht einen Exit oder ihr wollt euer Unternehmen irgendwann mal an, an eure Kinder weitergeben, dann müsstet ihr einen Namen finden, äh, den eure Kinder weiterführen können. Das heißt, die Personal Brand beatmet die Corporate Brand. Das gilt übrigens auch für alle Unternehmen da draußen, die fest etabliert sind. Ja. Es ist tatsächlich so, und das sieht man ja auch bei Großkonzernen, ja. Bei Großkonzernen seht ihr, wie der Vorstand, ich erinnere mich an Telekom, super geiles Ding, die sind auf einem Segway unterwegs, ja, und äh, machen dann auch noch mit dem Handy irgendwie so einen Livestream, äh, wo sie sagen: Ja, wir sind auf dem Weg zum nächsten Termin und wir machen das alles ohne Auto und dann fahren die mit ihren da oder ihrem Segway durch die Gegend. Äh, super cool, ja. Also die beatmen die Corporate Brand, die Unternehmensmarke, einfach weil sie sich zeigen, weil sie sich nahbar zeigen. Und da sind wir gleich auch beim nächsten Punkt vom Jan, äh, nämlich das Thema Authentizität. Ja? Authentizität heißt, ich bin so, wie ich bin. Ich verstelle mich nicht. Und ich habe den Mut, und das ist das Wichtige, ich habe den Mut, die eigene Maske fallen zu lassen. Denn nur wenn ich mich nahbar zeige, wenn ich mich von einer persönlichen Ebene zeige, wenn ich, ähm, äh, keine Ahnung, ich steige auf den Berg und zeige, zeig, wie ich da in meiner Freizeit unterwegs bin, das lässt die Leute teilhaben. Das werdet ihr auch merken, wenn ihr irgendwelche Postings in den sozialen Netzwerken macht. Die privaten Fotos sind oftmals die am meisten geklicktesten. Also, geliked, sagt man das? Gelikedesten? <laughs> Gemochtesten? Verdammt, der Satz ist für einen Eimer, egal. Ähm, diese äh, Fotos werden gemocht von der Community und die anderen Business-Dinger äh, dann eher nicht so. Und die konsumiert man vielleicht, aber äh, da ist die Anteilnahme, die Interaktion nicht so hoch. So, was bedeutet das? Das heißt, ihr müsst euch überlegen, wenn ihr euch jetzt Personal-Brand aufbauen wollt in eurem Unternehmen, dann äh, ist die Frage nach, dem Grad des Einblicks, des persönlichen Einblicks, einfach äh, äh, irgendwann zu beantworten. Ja? Also, wie weit wollt ihr gehen? Wie viel wollt ihr von euch erzählen? Äh, zum Beispiel auch in Interviews oder wenn ihr einen Podcast macht, dann auch in eurem Podcast. Wie viel dürfen die Leute erfahren? Das wird zugegebenermaßen mit der Zeit immer mehr, ja? weil man sich auch mehr traut und weil man auch möchte, dass die Leute auch so Anteil nehmen können an der eigenen Person. Und ähm, der Austausch einfach auch, wenn er denn wertschätzend und wohlwollend ist, äh, dann, dann auch so gelebt werden kann. Also entsteht eine völlig eigene Kultur äh, um euch herum, um euer Unternehmen herum. Und das färbt natürlich auch auf eure Mitarbeiter ab. Die werden natürlich sich das anschauen und sagen, was macht die Chefin oder der Chef? Ah, okay, ähm, kann, kann ich mir für mich auch vorstellen. Ich kann mich auch als Markenbotschafter dieses Unternehmens sehen oder verstehen. Also das... Ist auf jeden Fall ein, ja, ist auf jeden Fall ein, Riesen, äh, ein Riesenthema. Ich gucke gerade hier, äh, wie das weitergeht äh, mit den Fragen. Ähm, ehrliche Authentizität, genau. Also Authentizität ist super wichtig, sei so wie du bist. Es gibt keine größere Enttäuschung, das möchte ich vielleicht noch sagen, keine größere Enttäuschung, äh, wenn ich jemanden kennenlerne, persönlich dann im persönlichen Gespräch, man trifft sich, und das ist eine ganz andere Person, als ich online kennengelernt habe, dann ist das natürlich nicht mehr glaubwürdig. Und das, das höchste Gut, was wir erschaffen mit dem Thema Eigenmarke, ist Vertrauen. Nur ein Kunde, der vertraut, wird am Ende auch kaufen. Nur ein Kunde, der vertraut, wird am Ende auch kaufen. Das ist super wichtig zu verstehen. Wir machen nichts anderes mit Personal Branding. Das Ziel ist Vertrauen herzustellen. Und das Vertrauen schaffen wir über Kontinuität, über einen längeren Zeitraum, über unsere Positionierung, dass man versteht, wofür stehen wir eigentlich, was ist konkret unser Angebot, welchen Nutzen habe ich, welches Markenerlebnis äh, darf ich mir versprechen von dem Slogan, ja, also Slogan, Claim, äh, Start up your brand zum Beispiel, äh, wie jetzt bei Markenrebell und bei Mindshift, äh, Start up your life. Ähm, äh, das, das sind Claims, das sind Markenversprechen, äh, das... Das ist absolut wichtig, dass ihr die Zielgruppe damit identifiziert und eure gesamte Kommunikationsstrategie genau darauf einzahlt. Das ist ähm, die große äh, Mission. So, was haben wir noch? Ähm, muss man alles von sich preisgeben? Das habe ich schon gesagt. Und man es strategisch angehen soll. Ach, ich würde das ganze persönliche Thema nicht strategisch angehen. Also ich würde einfach äh, so auf, auf mein Herz, auf meinen Bauch, auf die Community hören, schauen, wie fühlt sich das Ganze an und wie viel möchte ich dann auch preisgeben. Ja? Ähm, und dann würde ich das Ganze vielleicht in einem geschützten Raum machen, also zum Beispiel in der Facebook-Gruppe würde ich vielleicht ein bisschen persönlicher sein und in der öffentlichen Facebook-Seite vielleicht dann auch ein bisschen distanzierter. Also Generell finde ich es wichtig, je näher die Leute an dich rankommen als, als, als Personal Brand, ähm, je, je geschützter muss dann auch der Raum sein, ähm, wo ihr Informationen teilt. Also das würde ich schon sagen. Ja? So dass ihr auch die Kontrolle habt, äh, dass das alles auch äh, ähm, ja, so abläuft nach den Wertevorstellungen, die ihr habt, ähm, wie ihr euch das entsprechend vorstellt. Ja, zum Thema Branding nochmal. Ich muss nochmal so einen kleinen Loop machen in die erste Frage, was es dazu beachten geht. Es ist ein und das möchte ich gar nicht verhehlen, es ist ein relativ komplexer Prozess, eine Personal Brand aufzubauen. Es sind einfach ganz viele Faktoren, die damit äh, eine Rolle spielen. Ähnlich zu vergleichen wie so ein Puzzle. Ja, da habe ich einfach verschiedene Steine, die muss ich zusammenbringen, damit sich am Ende ein Bild für uns selbst, aber auch für unsere Zielgruppe ergibt. Und da muss ich einfach ein bisschen Energie rein äh, reinlegen. Und diese Energie würde ich auch wirklich jedem empfehlen. Das muss jetzt nicht ein ausufernder, über Wochen oder Monate gehender Prozess sein, aber es muss ein Prozess geben, der auch gern parallel zum eigentlichen Launch der Company, der Marke äh, stattfinden kann und der immer kontinuierlich mitschwingt. Also eine Marke zu bauen ist eigentlich eine Entwicklung, ein Wachstumsprozess von einem Unternehmen, der niemals endet. Und der eng verknotet ist mit diesen ganzen Elementen, wie zum Beispiel Geschäftsmodell, Marketing, Vertrieb, Personal und so weiter und so fort. Ja, also das, das ist so eng verflochten, ähm, am Ende muss alles in die Marke einzahlen, um die kraftvoll erscheinen zu lassen. Und welchen Effekt eine kraftvolle Marke hat, sehen wir zum Beispiel an meinem Lieblingsbeispiel Apple. Ja? da entsteht ein Lifestyle, eine Unternehmenskultur, da entsteht eine Identität, da entsteht ein Wert, da entstehen Produkte, die an diesen Werten, an dieser Qualität gemessen werden. Etwas anderes wird gar nicht akzeptiert, was diesem Standard äh, nicht entspricht. Also ähm, deswegen erkläre ich auch für mich und auch für euch als Community den die Marke als den Erfolgsfaktor schlechthin. Und wenn man da ähm, äh, also wirklich Energie reingibt, dann könnt ihr auch ja, dann könnt ihr den Erfolg, den ihr euch erwünscht, ja auch äh, erwarten, weil das einfach nicht anders geht. Ja? Also das ist, äh, also wenn ich in meine Marke investiere, kann ich nicht nicht erfolgreich sein. Also das habe ich noch nie erlebt. Das ist, weiß auch nicht, warum. Gut. That's it, Jan. Ich hoffe, ich habe deine Fragen beantwortet. Äh, schreibt gern äh, weitere. Ich finde es echt super cool, dass ihr euch hier an dieser Challenge beteiligt. Dann ähm, ja, durch die Fragen lebt das Ganze einfach. In diesem Sinne wünsche ich euch nur das Beste und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao, ciao.